Da haben wir, ja, wie soll man sagen, erste Kapitel oder so geschafft. Ja, war ein bisschen Supermarktplündern. So, du bist also zurück. Vielleicht ist dir im Hauptraum eine Kiste mit Rabensymbol aufgefallen. Ja. Es wird Zeit, sie dir zu zeigen. Ach, hier. Deswegen immer die Anzeige da. Gut, so ein bisschen. Da. Darin kannst du Waffen, Munition und Vorräte aufbewahren. Draußen kannst du nicht alles mit dir rumschleppen, aber ein gut gefülltes Lager hält ja alle Möglichkeiten offen. Also, immer rein damit. Groß, mittler und klein. Noch einen mittleren. Ja, dann tun wir den da rein. Aber die Patronen, glaube ich, nehme ich mit. Ja. Scheiße, gerade rechtzeitig. Da rückt eine Horde an. Achte auf das Radar. Ich denke mal, die sind bestimmt hier bei mir zu Hause. Ja. Ah, toll. Hätte ich mal die Bratter nie weggetan, ne? Kommt der denn entlang? Komm her, du alte Hexe, du. Das wird ihnen eine Lehre sein. Nicht, dass da noch viel Verstand wäre, aber sie haben Jagdinstinkte wie Tiere. Und als solche sollte man sie behandeln. Nicht als Nachbarn, Freunde oder Verwandte. Sie sind tot und das, was ihre Gesichter trägt, ist nicht menschlich. Ab, du alte Hexe. Ah.
Aber es sind schon ein paar durch. Du musst sie erledigen. Hä? Das hält sie nicht ewig auf, aber macht sie langsamer. Alter, fetter Sack, du. Das war's, die Luft ist rein. Mach eine Pause. Du hast sie dir verdient. Leg dich hin. Ein Nickerchen wird dich wieder auf die Beine bringen. Ich hab gedacht, das hilft mir, wenn ich hier alles verschließe. Ich hätte eine Idee. Ich glaube, wir sollten mal ein Auge auf den Buckingham Palace werfen. Vielleicht kommst du sogar rein, während die mit den Infizierten beschäftigt sind. Oh. Haben sie kaputt gemacht. Naja, viel schließen bringt ja auch nicht viel, weil die kommen ja immer wieder. Wie, sind die weg? Nö. Achso, ich glaube, ich habe Gulli. Dann du, welche Richtung muss ich noch mal? Da war ich vor uns. Hier drüben. Ach, da hinten. Aber hier war doch eine alte Oma noch. Oh ja, da brauche ich Bretterchen. Das Lustigste ist, wenn ich so gesehen rausgehe. Ich glaube, hier kann ich das, glaube ich, gar nicht reintun, oder? Ich kann nicht nur hier rein tun, glaube ich. Ja. Du musst rein in den Buckingham Palace. Nur so kommen wir an bessere Waffen und Vorräte. Selbst wenn es von Pestbeulen winkt. Okay. Punkt. Gut, wir können schon X machen. Ja. Pin setzen, Infos.
Pistolenmunition. Ach so, Spule, Wasser, Leuchtrakete. Ach so. Pistolenmunition, Leuchtkrieg, Kuchen, Molokop. Doch, der. Oh. Ist natürlich doof. Hätte ich das gewusst? Ich habe gedacht, das wäre irgendwas zu saufen. Aber das war ein Modelkochstärchen. Schussfrequenz müssen erhöhen. Nee. Sinken. Wahrscheinlich schneller. Steuerung. Also verbessern wahrscheinlich. Kapazität 13. Ich weiß jetzt nicht, ob wir die vielleicht noch brauchen oder so. Wenn ich das andere Zeug? Nee, nur Rucksack. Das sind 8. 11. Gucken, ob die im Container gesteckt werden. Ja. Container nicht gesteckt. Komisch, dass sie das hier nicht machen. Bin ich echt komisch. Ach, ich wollte die Löcher noch weg tun. So. Schlafende Runde. Ja gut, dann mache ich das mal. Ach, da wurde ich auch gerade gespeichert. Okay. Jo, Energie wieder voll. Toll. So ein Safe House sein, ne? Aber... naja. Wo muss ich denn eigentlich jetzt hin? Soll ja irgendwas mit Backhang erreicht die Tore Backhang Palace. Passagiermarke holt ihr eine Missionsanweisung. Hm, wahrscheinlich muss ich über den Gully da. Denke ich mal hier. Naja gut, gehen wir mal da lang. Backhang. Backhem, Schneppetites. Huhu. Reich das tote Backhem, Backhem Palace. Müssen wir da eigentlich lang? Ist die Frage. Ja. Ich glaube, ich hätte oder zurück müssen. Ja. Schatz. Schutz. Schutzflagge. Schutz. Ich glaube, ich bin in falschen Film. Ich muss zurück. Aber springen wir das einfach mal. Oh, ein bisschen schneller hier.
Eigentlich sollte ich hier lang. Also. Ja. Juhu, ich bin umsonst da lang. Egal. Stimmt, die Ratten wieder. Ja. Selber auch Exit. Okay. Wahrscheinlich brauche ich einen Schlüssel. Da nehme ich gern mit. Ich glaube, ja, genau. Oh, was ist das? Da muss ich hin. Munition. Keycard benutzen. Kikarte vorne lösch. Na dann, ab zum Backheim Plästle. Backheim. Blech. Wo Dive. Ach, brauche eine Weile. Okay. Munition steckt sich wieder nicht, komisch, ey. Die nötige Zeit, Blinder, Ziele, was nicht nied- und nagelfest ist und kein Panik, wenn du in einer zu aufgescheutes Huhn rumläufst, wirst du sterben. Am Ende, wenn es um Leben und Tod geht, kommt so nur auf ein gute Vorbereitung, untersuch deine Umgebung, durchstöber alles nach Vorräten, jojo, okay. Ja gut, Überlebensfahrt. Guck mal, der die Kaktüre nicht aufmacht. Ich glaube, das werde ich euch rausschneiden. Also, es passiert natürlich noch irgendwas Gutes.
sehen uns gleich wieder, wenn es offen ist. Also es geht jetzt schneller. Okay. Kofferchen. Und ein Feuermelder. Ich würde ihn gerne nutzen. Tür ist offen. Alles wäre anders gekommen, hätte man auf John Dee gehört. Aber als er sah, was uns bevorsteht, war Elizabeth bereits tot. Und Jakob der Erste hatte nichts übrig für Propheten und Alchemisten. Er war so von schwarzer Magie besessen, dass er ein Buch über Dämonologie schrieb und Hexenjäger durchs Land schickte, um Hexen und Zauberer zu verbrennen. Dee musste sich verstecken. Ach, diese Narren. Wie komme ich in die U-Bahn nicht rein? Das ist irgendwie verdächtig. Blinderbaches Objekt? Boah. Kann ich ja gar nicht blindern. Komisch. So was müssen wir gleich in Keim ersticken. Wir müssen mal zurück. Liegende Parteichen. Zeitung. Gucken wir mal Zeitung überhaupt. Zeitung, okay. Metropolitia, 3. August 2012. Gelehrte waren vor einer 400 Jahre alten Prophezeiung. Historiker behaupten, eine Prophezeiung aus dem 17. Jahrhundert kündigt das Ende der Welt an. Und die Politiker ignoriert die Gefahr. John Dee, Ratgeber König Elisabeth I., denke ich mal, der für sie in Europa als Spion unterwegs war und ein verschlüsselter Brief mit 007 unterschrieb, war ein der bekanntesten Wissenschaftler seiner Zeit. Gleichzeitig war Dean den Alchemist und gab vor, mit den Engeln zu sprechen. Er benutzte magische Rituale, um die abzuhalten, was er historisches Gespräch nannte.
Hinoshi? Oh, leck mich. Na, da. Und bei den Gesprächen erzählten ihm die Engel, wie die Erde enden würde, sagte Professor Wilhelm Keighley, Historiker an der Oxford Universität, der sich seit mehr als 10 Jahren intensiv mit der sogenannten schwarzen Prophezeiung beschäftigt. Professor Keighley gesteht ein, dass er zum Beginn seiner Forschung skeptisch war. Seine Meinung jedoch ändert er als herausfand, dass wie bereits die große Pest, den großen Brand von London, die Schlacht von Waterloo, den Zweiten Weltkrieg, die Unabhängigkeit Indiens und sogar den Golfkrieg vorhersagte hat. John Dee ist Englands höchster Nostradamus, sagt er. Hoffentlich habe ich es gesprochen, wenn nicht, ihr könnt es ja mitlesen. Und dessen Vorhersage für 2000 konnte noch weiter schlimmer. Okay. Oh verdammt, jetzt ist ja rausgegangen. Da war ja noch ein Zeitung. Fox. 18. Januar 2012. Britanniens Nostradamus kündigt Faulnis und für 2012 an. Mit mittelalterlichen Gelehrten sagt er für 2012 Englands Untergang voraus und mal, damit nicht die Olympischen Wucherspiele dessen Sommers. Laut Professor Keighley, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Wenn nicht, dann ja. Von der Oxford-Universität schreibt John Dee, der Spion des elisabethischen Zeitalters, der bereits den großen Brand von London, Napoleon und Zweiten Weltkrieg vorhersagte, hatte eine schwarze Prophezeiung, in der er eine moderne Pestepidemie für London ankündigt. Er nennt die Fäulnis und sagt, die Toten alles, worauf sie treffen, sie zerstören die moderne Gesellschaft, sie seien unheilbar, sie werden England vernichten. Unverständlicherweise weigert sich die Queen, den exzentrischen Professor Gehör zu schenken. Tja, hat er Pech gehabt, ne? Seit Londons Krankheitsfall beginnt am 18. Dezember. Vorne ist keine Panikmache, sagt die Premierminister. Der Premierminister hat die zur Ruhe aufgerufen und bekräftigt, dass es keinen Grund für Alarmstimmung gibt. Naja, das wissen wir jetzt anders, ne? Nachdem sich die Polizei, Notärzte ratlos angesichts seiner ungeklärten Todesfälle in Südost London gezeigt hat, einige Gesundheitsexperten glauben, dass sich dabei um ein erstes Anzeichen der Fäulnis handeln können, die laut John Dee, ein Alchemist aus dem 16. Jahrhundert, der auch als Britanniens Nostradamus bezeichnet wird, London im Jahr 2000 heimsuchen soll. Die Verstorbenen, deren Namen nicht genannt wurde und die aus ihren Wohnorten keine weiteren Gemeinden